Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen gelösten Fall. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere eventuell an diesen Fall erinnert. Es geht um den in Aktenzeichen Y vom 8.3.2003 vorgestellten Fall und das Verschwinden der damals 42-jährigen Mutter Gabriele Hutter und der damals 12-jährigen Tochter Jacqueline Hutter. Der Tatzeitraum war zwischen dem 11.05. und dem 14.05.2002. Besonders interessant an diesem Fall ist einfach diese absolut verwirrende Auflösung und Klärung des Falls. Aber wartet einfach ab, ich werde zuerst einmal mit der Darstellung des Falls anfangen. Da es jetzt online auch nicht ganz so viele Artikel mehr dazu gibt, werde ich mich dort größtenteils an die Darstellung bei Aktenzeichen Y halten. Und so wie ich ansonsten nochmal nachrecherchieren konnte, stimmt diese wohl tatsächlich ziemlich genau. Am Donnerstag, dem 9. Mai 2002, war Himmelfahrt. An diesem Tag wurde die Familie Hutter zum letzten Mal gemeinsam gesehen. Gabriele und ihre Schwester planten zusammen mit ihren Familien einen Urlaub in Frankreich. Das Ferienhaus war bereits gemietet und die Reise sollte am 19. Mai starten. Die Familie von Gabriele und ihrem Mann galt als gut situiert, aber trotzdem arbeitete Gabriele stundenweise in der Altenpflege. Die Schwester und ihre Familie sind, wie schon gesagt, die letzten, die Gabriele, ihren Mann und Jacqueline zusammen gesehen haben. Und diese sagen bei späteren Vernehmungen aus, dass alle einen zufriedenen und fröhlichen Eindruck gemacht haben. 4 Tage, nachdem die Familie das letzte Mal zusammen gesehen wurde, also am 13. Mai, geht der Ehemann zur Polizei und meldet seine Ehefrau und seine Tochter als vermisst. Er gibt an, dass die beiden seit Freitag, dem 10. Mai, verschwunden sind. Er hat sich zunächst nichts dabei gedacht, aber nun beginne er sich doch Sorgen zu machen. Er sagte der Polizei, dass es zu einem Streit mit seiner Frau am Abend des 9. Mai gekommen sei. Sie seien nach dem Spaziergang mit der Familie der Schwester nach Hause gekommen und schon sei der Streit angefangen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es halt darum, ob der Hund Rocco mit auf diese Frankreich-Reise kommt oder nicht. In der gesamten Sendung ist übrigens dann auch nichts mehr vermerkt worden, was da mit dem Hund Rocco passiert ist. Ob der halt noch bei dem Vater war, beziehungsweise Ehemann, oder ob die Ehefrau und die Tochter Rocco mitgenommen haben. In der Aktenzeichen Y-Sendung wird dann weiterhin die Vermisstenmeldung des Ehemanns dargestellt und dieser berichtet dann dort, dass die Ehe nach außen hin als sehr gut und ohne Probleme dargestellt wurde. Und dies war seiner Frau zu verdanken, denn sie sorgte dafür, dass die Familie nach außen hin makellos dasteht. Aber es gab in der Ehe genug Probleme und er hatte auch schon einmal über eine Trennung nachgedacht. Zum Verschwinden gibt der Ehemann dann an, dass am nächsten Morgen immer noch nicht der Streit beigelegt war und dicke Luft herrschte. Daraufhin ging er dann erst einmal zum Friseur. Als er dann gegen Mittag wieder zurück war, waren seine Frau und seine Tochter weg. Auf die Frage der Polizei, warum er es jetzt Meldung bei der Polizei aufgibt, war der Grund, dass Jacqueline heute eigentlich wieder zur Schule musste und seine Frau nicht zustimmen würde, dass sie einfach so der Schule fernbleibt. Auf die Frage der Polizei, was seine Frau denn alles mitgenommen hat, für eine eventuelle kurze Auszeit, denn so sah es ja aktuell aus, sagte der Darsteller in Aktenzeichen Y des Ehemannes, dass er jetzt nicht genau wisse, was sie mitgenommen habe. Er gab aber an, dass der Wagen seiner Frau weg sei.
Aber was im Haus jetzt konkret fehle, könne er nicht feststellen. Und noch am gleichen Tag wird dann der Wagen von Gabriele in der Nähe des Rheins gefunden. Das Auto war ordnungsgemäß verschlossen. Und anhand des Zweitschlüssels, in dessen Besitz der Ehemann war, wurde der Wagen geöffnet. Aber es konnte nichts Tatrelevantes gefunden werden. In den nächsten Tagen wurden Taucher eingesetzt und Leichenspürhunde suchten das Ufer des Rheins ab. Die Polizei befürchtete, dass die beiden sich das Leben genommen haben könnten oder eventuell einen Unfall hatten. Aber es konnte keinerlei Spur von den beiden gefunden werden. 10 Tage später gab es dann eine neue Spur. Und dieser ließ den vermissten Fall dann ganz anders aussehen. Eine Zeugin gab an, dass Gabriele kurz vor ihrem Verschwinden eine Ferienwohnung ganz in der Nähe des Hauses, also des Wohnorts der Familie, anmieten wollte. Die Vermieterin soll sich ganz genau an Gabriele erinnert haben können. Allerdings sei Gabriele dort nie aufgetaucht. Die Darstellung bei Anzeigen Y war allerdings etwas merkwürdig. Erst wurde davon gesprochen, dass sie die Wohnung angemietet hat, dann, dass es nicht geklappt hat, weil die Wohnung bereits vermietet war. Also gehe ich davon aus, dass sie eine Anfrage gestellt hat. Weiterhin berichtete dann der Polizist, dass allerdings auch keine weiteren Anfragen für eine Ferienwohnung zu dem Zeitraum in der Gegend, in der Gabriele sich aufhielt, gestellt worden war. Licht zu dieser Thematik bringt uns dann nachher die Auflösung des Falls. Danach wird es dann erst einmal ruhig um den Fall. Und ein Jahr später findet dann ein Waldarbeiter bei Arbeiten in der Nähe des Wohnorts der Familie das Lederetui mit Gabrieles Kreditkarten und Krankenversicherungsausweis. Und zwar 1500 Meter vom alten Wohnhaus entfernt, unter einem schweren Stein. Was zuerst wie ein freiwilliges Verschwinden aussah, entwickelte sich jetzt aber in die Richtung, dass es sich nicht um ein freiwilliges Verschwinden handelt. Nach diesem Fund erschien der Fall verstärkt in den Medien und es meldete sich erneut eine Zeugin, die erneut eine neue Theorie ins Spiel bringt. Am 8. Mai 2003 gibt diese an, Gabriele in Frankreich gesehen zu haben. Sie fahre des Öfteren in den Elsass, um dort einzukaufen. Und am Freitag, dem 2. Mai 2003, sei sie dann Gabriele Jacqueline dort in einem Einkaufszentrum begegnet. In der Anzeige Y wird es dann so dargestellt, als wenn die Zeugin kurz mit Gabriele zusammengestoßen ist. Als sie dann die Suchmeldung gesehen hat, war sie sich sicher, dass es sich um Gabriele und ihre Tochter handelte. So, das war jetzt einmal die Falldarstellung bei Anzeigen Y. Wie schon gesagt, ansonsten konnte man relativ wenige weitere Infos zu dem Fall finden. Aber die Auflösung des Falls hat es in sich, glaubt's mir. Und zwar hat es insgesamt 3 Verhandlungen gegen den Täter gegeben, bis das Urteil dann rechtskräftig wurde. Und ich beziehe mich hier zum größten Teil in den Ausführungen auf einen Artikel aus dem Spiegel. Den Link zum Download des Artikels, falls sich jemand den nochmal komplett durchlesen möchte, habe ich euch in der Beschreibung hinterlegt. Beschrieben wurde der Artikel wie folgt. In Freiburg verhandelt diese Woche ein Gericht zum 3. Mal einen Doppelmord. Im Blickpunkt steht dabei ein bizarres Ermittlungsteam. Ein Fahnder und eine Hellseherin. Ein Fahnder der Kripo war zu Tingen, aufgeschlossen für übernatürliche Ermittlungsmethoden, hat tatsächlich bei der Aufklärung die Seherin Marianne F. in den spektakulären vermissten Fall eingeschaltet und um das zu verschleiern, fälschte er hinterher sogar seine Aktenvermerke. Dieser Spiegelartikel, auf den ich mich beziehe, stammt aus der Ausgabe 17 aus dem Jahr 2009. Am Donnerstag beginnt nun in Freiburg erneut der Prozess gegen Reinhold H., 52 Jahre alt, aus Wehr.
der seine 41-jährige Frau Gabriele und seine 11-jährige Tochter Jacqueline getötet haben soll. In der Aktenzeichen Y-Sendung wurde das Alter der Tochter übrigens mit 12 Jahren angegeben, hier jetzt mit 11 Jahren. Nur einmal zur Information, ich weiß jetzt nicht genau, welches das richtige Datum ist. Deswegen belasse ich es jetzt in dieser Darstellung bei 11 Jahren. Schon zweimal hat der Bundesgerichtshof ein Urteil in diesem Fall aufgehoben. Also folgt der nächste Akt nach einer bemerkenswerten Pannenparade der Ermittler. Vor allen Dingen wegen der dubiosen Rolle der Hellseherin. Kommen wir nochmal kurz zum Fall. 2002, an einem Freitag im Mai, war die Hausfrau und Altenbetreuerin Gabriele und ihre Tochter verschwunden. Ihr Mann Reinhold, ein unbescholtener und gut verdienender EDV-Fachmann, hatte sie am Montag danach als vermisst gemeldet. Seine Frau habe ihn Hals über Kopf verlassen. Tatsächlich, so stellte sich heraus, hatte Gabriele schon Wochen vorher bei Vermietern angerufen und nach einer Wohnung gefragt. Sie müsse Abstand gewinnen, hatte sie gesagt. Nachdem Mutter und Tochter dann verschwunden waren, kam schnell der Verdacht auf, dass beide tot seien. Zumal das Mädchen in den folgenden Wochen in keiner neuen Schule angemeldet wurde. 2005 dann die Gewissheit. In einem Waldstück lag eine Leiche. Am Finger ein Ehering mit der Gravur Reinhold 13.06.1990. Das Skelett war eingewickelt in einen Teppich und zwei braune Decken. Daneben die Überreste eines Kindes, verstreute Knochen und eine Zahnspange. Jacquelines Zahnspange. 2006 bekam Reinhold H. vom Landgericht Waldshutingen lebenslänglich wegen Totschlag. Der erste Prozess. Es gab äußerst belastende Indizien. Der Teppich, in den seine Frau verschnürt war, lag früher mal im Partykeller der Familie. Wer, wenn nicht er, sollte sie darin eingerollt haben? Und an den braunen Decken klebten blaue Acrylfasern, wie man sie auch in deren Haus fand. Außerdem hatte Reinhold am Wochenende, an dem seine Frau verschwand, nicht nach ihr gesucht, sondern sich mit einer Freundin getroffen und mit ihr geschlafen. Als er später bei der Polizei seine Aussage machte, 10 Stunden lang übrigens, beteuerte er zwar seine Unschuld, aber auch daraus ergaben sich für die Ermittler Verdachtsmomente. Etwa, dass er daran gedacht habe, sich umzubringen, für das Gericht ein Indiz für seine Schuldgefühle. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf, weil das Landgericht bei Jacqueline nur auf Totschlag und nicht auf Mord erkannt hatte. Und weil die Polizei Reinhold H. als Beschuldigten vernommen hatte, ohne ihn zu belehren, dass er in diesem Fall hätte schweigen dürfen. Damit war die ganze Aussage unbrauchbar. So kam der Fall zum ersten Mal nach Freiburg, zum Landgericht. Und möglicherweise hätten die stärksten Indizien, der Teppich und die Decken, auch alleine für eine Verurteilung gereicht. Doch die Verteidiger hatten eine Gegentheorie, dass Gabriele Hutter beides mit in eine neue Wohnung genommen haben könnte. Erst dort wäre sie dann auf ihren unbekannten Mörder getroffen. Außerdem sprach erst einmal für Hutter, dass die Verhandler kein Blut in seinem Haus gefunden hatten. Und schließlich gab es noch ein Haarbüschel von einem Fremden an der Decke, in der Mörder die Leiche von Gabriele gewickelt hatte. Die Erklärung der Ermittler, Haare aus der Gerichtsmedizin, die von einer anderen Leiche stammten. Eine Schlamperei, nur eine von mehreren. Bei diesem Chaos erklärten die Freiburger Richter dann ausgerechnet ein schwarzes Etui zum entscheidenden Beweisstück. Ein Etui, das unter dubiosen Umständen aufgetaucht war. Als Ergebnis einer bizarren Zusammenarbeit zwischen Marianne F., der Seherin, und Helmut A., zuständig für Vermisstenfälle in der Inspektion 1 der Kripo Waldshut-Tingen. Dass der Kommissar bei der Arbeit viel von Hellsehern und anderen Wunderbegabten hielt,
war an der Dienststelle bekannt. Und nicht nur bekannt, sondern auch berüchtigt. Mutter und Tochter waren noch nicht lange verschwunden, da bat Helmut seinen Kollegen, am Bahnhof einen Mann abzuholen. Und bei der Fahrt ins Präsidium stellte sich dann heraus, dass das einer aus München war, der die Vermissten auspendeln sollte, sagte der damalige Beamte, der diesen Seher oder Pendler dann abholte. Im Januar 2003 hörten die Schwester der vermissten Gabriele von einer Frau aus dem Ort, der Seherin. Monika H. suchte zu dieser Zeit verzweifelt nach ihrer Schwester. Seit 8 Monaten gab es keine Spur und sollte sie nicht mehr leben, dann wollte sie wenigstens eine Antwort, was passiert war. Immer wieder ging sie deshalb durch das Hutterhaus, wenn ihr Schwager bei der Arbeit war, suchte nach Beweisen oder Hinweisen. Die Seherin sagte ihr, sie wolle helfen und sie könne helfen. Zum Beispiel sagte die Seherin, es fühlte sich ganz kalt an, sagte die Schwester heute. Ihr seid deshalb klar gewesen, Gabriele und Jacqueline waren tot. Dafür müsse man nicht unbedingt hell sehen können. Doch dann hätte sie eine sehr präzise Eingebung gehabt, diese Seherin. Denn sie sah einen Waldarbeiter, einen Mann mit einer roten Mütze. Dann sah sie etwas Dunkles, vielleicht Schwarzes. Sie hörte Holzfäller arbeiten. Im März 2003 werde dann etwas entdeckt, erzählte sie der Schwester. Im Februar 2003. Am 8. März morgens bekam die Seherin dann auch noch Besuch von dem Fahnder der Polizei, der dementsprechend ja auf diese hellseherischen Fähigkeiten so pochte. Und mit ihm sprach sie dann ebenfalls eben über diese Vision, dass in dem Wald etwas gefunden wird. Und noch am gleichen Tag war es dann soweit. Im Wald von Wehr fand ein 75-jähriger Arbeiter, der Bäume fällte und dabei einen roten Helm trug, ein schwarzes Mäppchen mit den IC- und Kreditkarten von Gabriele Hutter. Das war natürlich sehr passend. Angeblich lag es unter einem Stein, den er beim Abschleppen von Ästen verschoben hatte. Weil der Mann früher mal für die Polizei gearbeitet hatte und als Zeuge einen absolut glaubwürdigen Eindruck machte, stand für die Richter fest, nur Reinhold Hutter konnte das Mäppchen versteckt haben, um mit den Karten später das Weiterleben seiner Familie vorzugaukeln. Irgendwo weit weg. Vernachlässigbar hielt das Gericht die merkwürdig präzise Vorhersage der Fundumstände durch die Seherin. Da hätten sich beide wahrscheinlich getäuscht und das erst später von der Seherin gehört, vermuteten die Richter. Oder Marianne F. sei eben wirklich übersinnlich begabt. Irgendwie merkwürdig das alles, mehr aber nicht. Merkwürdig war eher, dass sich das Gericht für all diese Merkwürdigkeiten nicht sehr interessierte. Beispielsweise der Zufall, dass der Arbeiter ausgerechnet den Stein verschoben haben soll, unter dem das Mäppchen lag. Einen 46 Kilo schweren Findling. Und genau dieser Waldarbeiter wohnte auch noch keine 150 Meter von der Schwester entfernt. Angeblich ohne, dass man sich kannte. Bei der Kripo sagte er dann aus, er sei mit dem Sohn zum Holzmachen im Wald gewesen. Erst als die Polizei kurz danach DNA-Probe nehmen wollte, gab er an, es sei auch noch ein zweiter Sohn dabei gewesen, der das Mäppchen in der Hand gehalten habe. Trotzdem vernahm die Polizei nur ihn, keinen der Söhne. Die Verteidigung hat eine Reihe solcher Merkwürdigkeiten zusammengetragen. Da ist ein Enkel des Waldarbeiters, der in Jacqueline Hutter verliebt war. Was aus einem Brief vorgeht. Da ist eine Bekannte des Waldarbeiters, die mit der Wahrsagerin vertraut ist. Und da sind die Seherin und die Schwester,
die just an dem Tag, als das Mäppchen auftaucht, auch im Wald waren. Wo? Ganz in der Nähe, um selbst Spuren zu suchen. Zufälle über Zufälle? Das alles muss nicht bedeuten, dass der Mäppchenfund erfunden wurde, um einen Beweis gegen Hutter zu liefern. Der Waldarbeiter beteuerte gegenüber dem Spiegel, er habe nichts fingiert. Absolut gar nichts. Schon der Verdacht sei eine Unverschämtheit. Auch die Hellseherin Marianne zeigte sich empört über die Vermutung, dass sie oder die Schwester Monika hätten das Etui in Hutters Haus gefunden und dann in den Wald gelegt. Die Schwester selber wollte mit dem Spiegel nicht reden. Doch dass ein Gericht diesen Fund zum entscheidenden Beweisstück erhebt, dafür kleben sicher zu viele Zweifel dran, meinte der Verteidiger des Angeklagten. Allerdings hatte sich auch der Polizist Helmut A. darüber Gedanken gemacht, ob das nicht alles ein bisschen merkwürdig werden könnte. Also schrieb er falsche Vermerke. Es sollte so aussehen, als ob nur die Schwester Kontakt zur Wahrsagerin gehabt hätte, nicht er selbst. Der Kommissar tat dann so, als hätte es ein Treffen mit Marianne F. am 8. März kurz vor dem Mäppchenfund nie gegeben. Deswegen läuft nun ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten, der sich wie die Kripo Waldshut-Tinge nicht äußern will. Der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat auch das Urteil aus Freiburg gekippt. Denn einerseits hätte das Landgericht einen Beweisantrag der Verteidiger weggewischt, andererseits war das neue Urteil 10 Jahre wegen Totschlags unter Umständen wieder zu mild. Und deshalb können sich jetzt auch noch einmal Richter mit den hellseherischen Gaben der Zeugin Marianne F. befassen. Immerhin hatte die Seherin im September 2006 den fehlenden Schädel von Jacqueline Hutter aufgespürt. 30 Kilometer von der Stelle entfernt, an der die anderen Knochen gefunden worden waren. Auch für diese Hellsichtigkeit gibt es eine ebenso natürliche wie typische Erklärung. Die Polizei hätte nämlich auch noch versäumt, den Leichenfundort gründlich abzusuchen. Und final gibt es dann folgende Meldung zu diesem Fall. Das Urteil des Landgerichts Freiburg im Fall Hutter ist rechtskräftig. Der Angeklagte muss wegen Totschlags an seiner Ehefrau und Mordes an seiner Tochter eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten mit jetzt mitgeteiltem Beschluss vom 17.03.2011 als offensichtlich unbegründet verworfen. Die Staatsanwaltschaft hat ihre zu Ungunsten des Angeklagten eingelegte Revision am 31.03.2011 zurückgenommen. Der heute 54 Jahre alte Angeklagte hatte im Mai 2002 in Wehr seine Ehefrau getötet und anschließend seine Tochter ermordet. Der Tat war ein heftiger Ehestreit vorausgegangen. Und im Verlauf des Streits schlug der Angeklagte seiner Frau mit einem nicht mehr genauer identifizierbaren Gegenstand den Schädel ein. Zur Verdeckung dieser Tat erschlug er anschließend auch seine Tochter. Die Leichen der von ihm als vermisst gemeldeten Opfer versteckte der Angeklagte in einem vom Tatort etwa 30 Kilometer entfernten Waldstück. Dort wurden sie mehr als 3 Jahre später gefunden. Das Landgericht verurteilte den Angeklagten zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe. Zugleich ordnete es an, dass wegen einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung 1 Jahr der Gesamtfreiheitsstrafe als verbüßt gilt. Der Bundesgerichtshof verwarf die auf die Verletzung formellen und materiellen rechtsgestützte Revision des Angeklagten jetzt als offensichtlich unbegründet. Nachdem bereits in dieser Sache zwei Urteile aufgehoben wurden. Am 31.03.2011 nahm die Staatsanwaltschaft ihre zu Ungunsten des Angeklagten eingelegte Revision zurück. Sie hatte sich allein gegen die Annahme einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung gerichtet. Wie der Bundesgerichtshof mitteilt,
ist das Landgerichtsurteil damit rechtskräftig, ohne dass er die im Wesentlichen auf die vorausgegangenen Urteilsaufhebungen gestützte Annahme einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung zu überprüfen hätte. So, okay, das war's zu dem Fall. Also letztendlich ist der Ehemann und Vater im Gefängnis, denn er soll seine Frau und seine Tochter getötet haben. Gut, aber war es wirklich so? Also wenn man sich das Ganze jetzt mal die Polizeiarbeit mal anschaut und dann diese Story mit dem Mäppchen und dass jetzt hier dann plötzlich auch der Schädel von der Tochter da nicht mehr gefunden wurde, weil man ja nicht vernünftig geguckt hat. Also das ist echt so ein Punkt, wo ich jetzt zu wenig Informationen habe, als dass ich mir da weiteres zu sagen könnte, ob er es nun gewesen ist oder nicht. Ich lasse das wirklich diesmal offen und bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu meint, was ihr da schreibt. Gut, das soll es dann heute einmal zu dem Video gewesen sein oder beziehungsweise auch zu dem Fall. Danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss!